Ganz kurz nochmal in eigener Sache zu diesem Video. Entschuldigt bitte die Spiegelung meines Fensters. Ich habe versucht, meinen Raum so weit wie möglich abzudunkeln, aber bei Tageslicht funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Ich nehme meine Videos in der Regel in der Nacht auf, aber hey, wenn ich schon mal eine gute Kamera zur Hand habe, von einem Kumpel ausgeliehen, dann nutze ich diese Gelegenheit auch. Danke dafür nochmal an Sandwhale, der mir die Kamera mal kurz geborgt hatte. So, zu Killer 7 selbst. Dieses Spiel ist ein bisschen eigenwillig. Es gibt so zwei Fraktionen. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Dazwischen gibt es meines Erachtens nach nichts. Ich persönlich gehöre zu denjenigen, die das Spiel lieben, das sage ich schon gleich im Voraus. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und deswegen dachte ich mir mal, ich zeige euch mal ein bisschen was aus dem Spiel. Worum geht es bei Killer 7? Harmon Smith sitzt im Rollstuhl und hat noch sieben weitere Persönlichkeiten in seinem Kopf. Diese kann er manifestieren und so ein bisschen flinker agieren. Hier sehen wir zum Beispiel einen, das ist Garcian Smith. Zusätzlich hat er noch Dan Smith, Kaede Smith, Corden Smith, Coyote Smith, Kevin Smith und Masked Smith, zwischen denen er immer fröhlich hin und her springen kann. Das macht er nicht einfach so aus dem Spaß, denn alle haben verschiedene Fertigkeiten, mit denen sie im Abenteuer natürlich weiterkommen. Hier sehen wir jetzt mal die erste Umwandlungssequenz. Garcian betritt ein Gebäude. Er sieht eine Überwachungskamera und zack, passiert es, die Persönlichkeit ist ausgetauscht worden. Damit kommen wir auch zu einer weiteren der vielen Zwischensequenzen von Killer 7. Das Spiel ist ziemlich storylastig und darin liegt auch ein Hauptmotivationsfaktor. Ja, lassen wir das doch einfach mal auf uns wirken. Ich möchte dazu aber bitte sagen, dass das Spiel teilweise wirklich explizit brutal ist und deswegen das Ab-18-Siegel auf der Verpackung nicht ohne Grund dasteht. Hier sehen wir zum Beispiel, wie dieser Gegner in seine Einzelteile zersetzt wurde. Mitsamt einem flapsigen Kommentar von Dan Smith, dem ersten Charakter nebst Garcian, den man spielen darf. Und dann sind wir auch schon mitten im Spielgeschehen. Wie funktioniert das Ganze? Man darf sich das Ganze so als eine Art Lightgun-Shooter vorstellen. Das heißt, man drückt die A-Taste und der Charakter rennt nach vorne. Hält man die R-Taste gedrückt, zieht er seine Waffe und mit der L-Taste lässt sich dann die Umgebung scannen. Die eigentlich unsichtbaren Heaven Smiles, das sind die Gegner des Spiels, die von dem bösen Kunlan gelenkt werden, der damit die Welt erobern möchte und so weiter und so fort. Die Story ist viel tiefgründiger, als das jetzt klingt. Also durch das Scannen auf jeden Fall, das ist eine der Spezialfertigkeiten von Garcian, die auf alle übertragen wurde, werden die Heaven Smiles sichtbar. Sonst könnte man sie nämlich nicht abschießen und man hört nur ihr Lachen. Daran kann man sie lokalisieren. Aber man sollte sie dann nicht einfach so querfeldein abschießen, sondern man sollte durchaus auf deren Schwachpunkte zielen, die gelb markiert sind. Denn tut man das nicht, verliert man zum einen ein bisschen Zeit, das ist eigentlich nur so für persönlich wichtig, aber zum anderen, man kriegt nicht das Blut der Gegner gut geschrieben. Das unterteilt sich nochmal in zwei Kategorien, dünnes Blut und dickes Blut. Dünnes Blut wird für die Spezialfertigkeiten des eigenen Hauptcharakters gebraucht, das ist jetzt zum Beispiel bei Dan der Collateral Shot. Und dickes Blut wird zum Aufleveln der Charaktere benötigt. So, hier sehen wir jetzt, dieses Monster da oben ist ein bisschen größer. Und das können wir nicht einfach so wegpusten. Dazu sammeln wir jetzt ein bisschen dünnes Blut, indem wir ein paar Gegner die Schwachpunkte wegfetzen. So, den noch nachladen. Das tut man dann per C-Stick. Das klingt ein bisschen doof, funktioniert aber ganz gut. So, wir haben genug dünnes Blut gesammelt. Drücken dreimal die Y-Taste und pusten das Viech da oben mal weg. Jawohl. Damit kommen wir auch schon weiter und treffen einen der vielen Geister des Spiels. Die Geister sind sozusagen die Hauptansprechpartner des Smiths. Sie versorgen einen mit Informationen, mit wichtigen Gegenständen und so weiter und so fort. Manchmal sind sie auch einfach nur am Reden und am Reden und am Reden. Aber man fühlt sich so ein bisschen in die Atmosphäre mit rein. Also man bekommt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie die ticken und manche Dialoge sind ziemlich hart. Einen habe ich noch vorbereitet, den hebe ich mir allerdings ganz zum Schluss auf. Das ist quasi das Highlight. So, der Geist schenkt uns jetzt eine Seelenhülse, die brauchen wir, um diesen Level dann zu beenden. Das ist nämlich in vielen Leveln das Ziel, alle Seelenhülsen sammeln und dann zum Bossgegner wandern. So, wie schon angemerkt, man kann zwischen den Persönlichkeiten jederzeit hin und her wechseln. Jetzt haben wir mal Kaede Smith ausgewählt. Die Gute ist zwar ein bisschen schwächer, aber dafür Scharfschützin, das heißt, sie kann
aus der Entfernung Gegner präzise abschießen. Dazu hält man dann die R-Taste gedrückt, drückt die Y-Taste und zack, wird der Zoom aktiviert. Jetzt zeige ich euch dann nochmal kurz Coyote Smith. Dessen Spezialfertigkeit ist das Knacken von Schlössern. Vorhängeschlössern, also komplizierte Schlösser, klappen auch bei ihm nicht. Und dann hätten wir da jetzt noch einen gerade zur Auswahl, das ist Conn Smith. Zum einen kann der unglaublich schnell laufen, dann ist er der kleinste der Truppe, das heißt, er passt in enge Stellen rein. Und auch wenn es ein bisschen unnütz klingen mag, er hat ein unglaublich gutes Gehör und das ist an einer Stelle des Spiels unglaublich wichtig. Ja, hier haben wir auch gleich schon das nächste Opfer der Heavensmiles und wir erfahren gleich mal an einem anderen menschlichen Wesen, was passiert, wenn man den Viechern zu nahe kommt. Die explodieren und reißen einen mit in den Tod. Ziemlich unschöne Sache, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Deswegen räumt man sie am besten auch so schnell wie möglich weg. In den Gebieten verteilt findet man dann Harmons Zimmer, das fungiert als Speicherzentrum. Man kann dort seine Charaktere mit gesammeltem dicken Blut aufleveln. Oder man kann seine weiteren Persönlichkeiten hier erwecken, vorausgesetzt man hat genügend Gegner erledigt. So, wir räumen hier nochmal mit Kaede auf und zeigen, dass man nicht ganz wehrlos gegen die Heavensmiles ist. Wenn man seinen Charakter aufgelevelt hat, kann man nämlich auch Counter-Moves lernen. Und muss sein, ich möchte es betonen, das Spiel ist wirklich hart. Hier haben wir noch eine harte Zwischensequenz. Auch unschöner Tod. Ja, apropos unschöner Tod, was passiert eigentlich, wenn einer des Mist drauf geht? So, es ist hier mal spektakulär passiert. Der Charakter fällt um, sein Kopf liegt jetzt in einer Papiertüte herum und die darf man als Garcian Smith einsammeln. Das ist nämlich seine weitere Spezialfertigkeit, er kann Tote wiederbeleben. Stirbt allerdings Garcian, dann selbst ist das Spiel vorbei, also der muss am Leben bleiben. Und das ist teilweise ein bisschen schwierig. In diesem Minispiel hier drücken wir auf die A-Taste wie ein Bekloppter und zack, steht der Charakter wieder. So. Damit wären wir auch schon wieder so ziemlich am Ende unserer kleinen Tour durch Killer 7. Wie gesagt, das Spiel ist ein Fall für sich, das muss jeder selbst entscheiden, was er davon hält. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einen guten Eindruck vom Spiel verschaffen können. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es einfach mal selber aus, weil Zuschauen und Spielen, das sind immer noch so zwei Paar Schuhe. Nach Möglichkeit sollte man es durchaus mal angespielt haben, da bestehe ich persönlich drauf. Vorausgesetzt natürlich, man ist volljährig. Aber insgesamt, wenn der Grafikstil einem zusagt, das ist wirklich ganz cool aufgemacht, das Spiel. Und man mit dem Spielprinzip, es ist wie gesagt ein Lightgun-Shooter im Prinzip mit einfachen Rätseln, dann sollte man dem Spiel durchaus mal eine Chance geben. Es ist ja auch billig zu haben. Ich möchte allerdings davon abraten, die PS2-Version zu kaufen, weil davon habe ich nichts Gutes gehört. So, ich habe euch zu guter Letzt nochmal eine etwas härtere Szene versprochen. Das ist auch ein Dialog im Prinzip mit einem Geist, das ist er schon, das ist Susie, das ist die schlimmste Braut im ganzen Spiel. Zieht euch den Dialog mal rein, ich halte währenddessen mal die Klappe. Schon hart. In diesem Sinne, bis denne.